Wir sehen jetzt hier die fortgeschrittenen Arbeiten an der Beplankung am Rumpf der Junkers 52. Im Bereich des Spant Nummer 8 und Spant Nummer 5 befindet sich die Ladeluke im Kabinendach. Ich habe das hier vorbereitet. Das ist die komplette Abwicklung dieses Bereiches, passgenau zugeschnitten. Die Luke ist hier mit schwarzem Scherenschnittpapier hinterlegt, um eine sichtbare Fuge zu erzeugen, die nach dem Lackieren mit einer Randeinfassung versehen werden muss, um einen sauberen Abschluss zu bekommen. Die Andeutung der Scharniere wird ebenfalls vorgenommen, sowie des Lukenverschlusses am Kabinendach. Ich kann mal kurz zeigen, wie das gemacht wird. Man nimmt ein Pergamentpapier, legt es einfach auf die Holzkonstruktion und zeichnet mit kleinen Strichelchen die Geometrie im Bereich des Stoßes der Beplankungsstücken untereinander. Wir sehen hier die Aussparung für die Luke, für die Ladeluke. Und so macht man das eigentlich fast für jedes Teil und geht dadurch sicher, dass wir kein Material unnötig verschwenden. Natürlich auch erspart dies doppelte Arbeit an den Einzelteilen des Rumpfes.